So, liebe Gäste, jetzt wird spannend. Hören wir dann die Fans vom 1. FC Köln. Es wird wieder spannend in der Grasparte Lübbecke. Der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln. Beide setzen sich erst nach 9 Meter schießen durch. Die Bayern gegen Osnabrück, die Kölner gegen Bremen. Beide machen einen richtig guten Eindruck. Und wir sind sehr gespannt, wer sich hier durchsetzen kann. Eugen Fritz pfeift dieses Viertelfinale vom FC Preußen Erzgebirgskamm. Erster Auftritt des heutigen Tages. Und jetzt die erste Chance für Sven Sonnenberg vom 1. FC Köln. Schafft es, den Keeper zu überwinden zum 1:0 für die Kölner. Der Nationalspieler der Kölner. Apropos Keeper der Bayern. Da müssen wir noch was richtig stellen. Da ist von etwas ein bisschen durcheinander geraten. Wir haben vorhin mehrmals Josef Burkhardt zum Keeper der Bayern gemacht. Das ist der Nibovic. Erst die erste Chance für die Bayern. Im Gegenzug das 1:0. Adrian Fein. Klasse Spielzug. Schön ausgespielt. Also um das ganz schnell zu Ende zu führen. Keeper der Bayern ist Gandhi Karim. Und nicht etwa Josef Burkhardt. Der kickt auf dem Feld und das auch noch richtig gut. Das bitten wir an Zuschauer aus München, die auch dabei sind, wie wir gehört haben, einmal zu entschuldigen. Ab jetzt sind wir richtig davor. Und jetzt das 2:1 für Köln. Was geht denn hier ab? Wenn das so weitergeht, wird das ein richtig munteres Spiel. Das war Marc Knefisch. Boah, gut so. Die Halle jetzt heute, die war bei diesem Spiel. Das Interesse an Köln und an Bayern ist richtig groß. Und gleich die Bayern im Gegenzug. Aber da war Vincent Müller im Tor der Kölner zur Stelle. Nach dieser Chance von Meritan Shabani. Und das 2:2 mit einem Strich. Adrian Fein, Doppelpack. So kann es gerne weitergehen. Keine 3 Minuten rum und schon 4 Tore gefallen. Freistoß für die Bayern. So wünschen wir uns das doch. Offene Visiere, Offensivfußball, tolle Fußball in den Reihen. Das ist Shabani. Bayern rotiert jetzt viel. Gute Bewegung drin. Fein. Fein und dann kriegt aber Vincent Müller die Hände hoch. Das ist Lukas May. Bei den Bayern der Aufbauspieler, der eigentlich so gut wie immer hinten bleibt. Der jetzt aber mal auf den Weg nach vorne macht, weil eine Überzahl da ist. Spielt den Ball recht ungenau. Muss jetzt umschalten. Oh, da war mehr drin. Da war die ganze linke Seite blank. Für Lukas May. Die Kölner freut's. Jetzt auch der Topscorer bisher auf der Platte, der jetzt gerade den Ball bekommt. Und vorbei. Ins Tor schiebt. Sinan Kavaina. Der ballert hier, was das Zeug hält. Die Kölner stellten ja schon mal einen Topscorer im Turnier. Der Mann ist Lukas Podolski. Und den Weg kennen wir. Der darf sich mittlerweile Weltmeister schimpfen. Also ein toller Auftritt hier von beiden Teams. Da sind sich beide etwas uneinig, das Ganze aber noch gerettet. Hier wichtiger Ballgewinn jetzt. Es gibt Freistoß für die Bayern, korrekt gesehen, nach Foul an Manuel Winsheimer. Im erweiterten Kader der Nationalmannschaft, der U16. Winsheimer, der jetzt
den Ball rechts neben das Tor schießt. Zweiter Versuch, aber dann ist wieder Vincent Müller da. Der jetzt schon drei richtig starke Paraden hatte. Und jetzt der Fehlpass von Müller. Aber dann rettet er das Ganze mit einer fantastischen Fußabwehr. Den haben sie warm geschossen, die Münchner. Jetzt kretschen die da auf der Linie rum. Aber hier ist richtig Alarm. Beste Viertelfinale, was wir haben bisher. Gut, es ist das zweite. Schön freigespielt. Absolut hohes Niveau. Die Überzahl hätte man dann ja noch ein Tucken besser ausspielen können, auch wenn es sogar zum Abschluss kommt. Die Bayern machen Druck jetzt. Wechsel bei den Bayern. Sonnenberg jetzt wieder auf dem Platz. Luka Voric, den wir jetzt noch gar nicht gesehen haben. Den haben sich die Kölner noch aufgespart. Da krachte der Spieler voll in die Bande. Das hat wehgetan. War auf keinen Fall eine Absicht zu erkennen. Partie jetzt unterbrochen. Ist auch voll in die Bande gekracht. Muss auch gewechselt werden. Und mal steht der Spieler wieder. An der Stelle natürlich schon mal gute Besserung. Ich glaube, es war Meritan Shabani, der dann üblen Zusammenprall mit der Bande hatte. Freistoß Bayern. Vollendet zum 3:3. Maximilian, nein, Manuel Winzheimer war es. Das 3:3. Das war wieder Winzheimer, aber Sonnenberg jetzt von hinten am Ball. Mit der Bande gespielt, schafft jetzt die Überzahl für die Kölner. Der Ball muss nur noch in die Mitte, da war alles frei. Und dann kriegt er den Ball nicht rüber, weil Lukas May die Kugel klärt. Das war wieder Sonnenberg. Der dreht langsam hier richtig auf. Schussversuch der Kölner. Der Ball geht am Tor vorbei. Und jetzt Sebastian Dremmler ruft es. Ruhe rein, Ruhe rein. Will das Spieltempo erstmal rausnehmen, weil die Kölner, wenn die anziehen, richtig gefährlich sind. Jetzt haben wir eine tolle Kombination nach Bayern wieder geklärt. Vincent Müller hat den Ball. Und der Ball landete im Seitenaus. Jetzt wieder freigespielt, da waren die Kölner etwas zu offensiv und das wird fast bestraft. Große Gelegenheit für Elias Kollmann. Aber er scheitert. Jetzt wieder dann der Fehler. Aber die Kölner retten das Ding wieder. Kurz vor der Linie. Oh, da wollte Klefisch die Bande einsetzen.
Kölner Wechsel noch einmal. Versuchen das Tempo immer hochzuhalten. Bayern beruhigt das Spiel immer. Im ersten Moment will über einen ruhigen Aufbau kommen. Köln ist vertikaler, will schneller nach vorne. Jetzt wieder das Vollpressing der Kölner. Und Freistoß für den FC Bayern. Oh, da haben sich zwei Kölner gegenseitig umgehauen. Und da geht's fast das 4:3. Aber wieder Vincent Müller. Torwart des Spiels und jetzt das Eigentor. Das 4:3, das ist natürlich bitter in so einem Spiel. Wenn dann ein Eigentor unterläuft. Jetzt das klare Foulspiel von Winsheimer. Und die Ermahnung von Eugen Fritz. Bisher eine faire Partie mit viel Fußball. Ja, und die Kölner jetzt wieder mit ihrer Variante des fünften Feldspielers. Das heißt, es geht auf volle Offensive. Unter hat. Dass wir den Namen endlich mal nennen können. Gandhi Karim. Den Ball im Tor der Münchner. Köln packt wieder gleich vorne an. Freistoß für den FC. Gute 4 Minuten vor Ende. Jetzt die große Chance zum Ausgleich und der Ball geht ins Tor. Kevin Godin mit dem 4:4. Der Ball lag frei und er konnte ihn reinschieben. Also Sebastian Dremmler schwört wieder ein und dann gibt es das Tor. Das ist der Nachteil dieser Taktik mit dem fünften Feldspieler am Tor. Da hätte man beim Stand von 4:4 eigentlich auch wieder wechseln müssen. Haben die Kölner nicht schnell genug geschaltet. Das Tor war leer. Jetzt also wieder die Bayern in Front. Lukas Meiss. Kölner fordern 2 Minuten. Eugen Fritz hatte Manuel Winzheimer eben schon ermahnt. Es gibt eine weitere. Ballbesitz für die Münchner. Jetzt knapp 3 Minuten vor Ende dieser packenden Viertelfinalpartie. Und so steht der FC Bayern hier kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Nächster Angriff der Kölner. Klasse gemacht von David Dresbach. Aber der Ball geht knapp über das Tor. Und jetzt die Entscheidung. Manuel Winsheimer. Für die Bayern. 6:4. 2 Minuten noch. Jetzt wird es schwer für Köln.
Oh, da gibt es richtig Stress. Mit Sinan Kameiner hat er gar nicht nötig, der Junge. Hatte Kameiner das Bein einfach zu hoch, wollte unbedingt die Kugel bekommen. Das allerdings mit unlauteren Mitteln. Lukas Mais lag da am Boden. Eugen Fritz ermahnt auch nochmal. Shake hands zwischen den Spielern und alles wieder gut. So wollen wir es haben. 1,54 vor Ende der Partie. Köln liegt mit 2 Tonnen hinten. Das war ein Handspiel. Korrekte Entscheidung. Ja, das ist jetzt, wenn man keinen Torwart da im Tor hat. Also, wir haben es vorhin gelobt, jetzt dürfen wir es nicht kritisieren, aber es hat halt einfach Nachteile. Nochmal die große Chance für Bayern, den Deckel endgültig drauf zu machen. Köln steckt nicht auf. Köln will das Ding hier nochmal drin. Die haben Comeback-Qualitäten. Das haben sie schon gezeigt im Spiel gegen Bremen. Auch da lag man bis kurz vor Schluss mit 2 Toren zurück. Insgesamt sogar mit 3 Toren. Und kam noch zurück. Das muss Freistoß für die Kölner geben. Gibt es auch. Auch die Zeit muss wieder angehalten werden. Das Tor müsste jetzt innerhalb der nächsten Sekunden fallen. Das war Luka Vodic. Wieder der lange Ball. Und der Ball war über die Mittellinie. Das sind natürlich jetzt Fehler, die Zeit kosten und die das Ding entscheiden lassen. Der FC Bayern München, da lege ich mich fest, wird ins Halbfinale des FIBA Cups 2015 einziehen. Das Ganze dann insgesamt auch verdient, obwohl die Kölner auch eine bärenstarke Mannschaft mit tollen Einzelspielern hatten. Die fighten hier bis zum Schluss. Insgesamt muss man dann sagen, nach dem 4:4 hätte man direkt auf den Torwart wechseln müssen. Das war der Knackpunkt zum Spiel. Nochmal der Schussversuch hier. Noch 19 Sekunden auf der Uhr. Und dann ist doch mal das Tor. Eine Co-Produktion. Zahl ist angehalten. 9 Sekunden, 6:5. Tor von der FC Köln, 6:5 der Anschluss. Sollte man meinem Fazit die Lügen strafen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Es wäre ein dickes Ding. Die Uhr lief schon. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt haben wir Ballbesitz für Köln. 3 Sekunden. Boah, das dauert auch zu lange vom Keeper. Spiel ist vorbei. Der FC Bayern München zieht ins Halbfinale des FIBA Cups ein. Herzlichen Glückwunsch. Und wir sagen ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und wir sind wie immer gute Gastgeber. Schönen Dank, dass ihr bei uns seid. Erste FC Köln.